Gute YouTube! So, frisch als Wohnmobil zugelassen, kommt jetzt ein spontanes Video. Wir hatten eigentlich vor, heute ein bisschen was im Interieur zu machen, ein paar Zierleisten nachzuziehen, ein bisschen Kleinkram zu dengeln. Dann habe ich aber spontan in einem Facebook-Forum ein paar neue Rückleuchten gefunden. Und zwar die von dem Facelift T2. Wer unsere letzten Videos aufmerksam verfolgt hat, der weiß, dass ich unzufrieden bin mit dieser Stelle, was daran liegt, dass als wir den Wagen gekauft haben, die Rückleuchte hier kaputt war. Ich bat darum, dass wir noch vor dem Kauf eine neue bekommen und die haben die falsche eingebaut, nämlich die für die Heckklappe und nicht für die Hecktüren. Also, wenn euch heute interessiert, wie man die Rückleuchten von einem T51 auf T52 umrüstet, dann bleibt dran, bis gleich! Soweit ich weiß, braucht man, um die Rückleuchten auszubauen, tatsächlich nur einen Kreuzschlitzschraubenzieher und einen kleinen, etwas spitzeren Schraubenzieher. Dafür lösen wir hier die zwei Schrauben und müssen die ganze Einheit ein Stück nach links schieben, weil die hier eingehakt sind. Jetzt ein Hinweis, mal gucken, ob sich das bewahrheitet. Es kann gut sein, dass die Pinbelegung der Steckplätze innen neu gesteckt werden muss. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber ich habe wohl mal irgendwo gelesen, dass die Facelift-Rückleuchten, warum auch immer, eine andere Pinbelegung haben. Sollte das so sein, werdet ihr es gleich erfahren, aber jetzt erstmal Lampe raus. So, jetzt leicht rüberschwupsern. Und schon sind die ausgerastet. Oh, hier wohnen Viecher. So, dann löst ihr diesen Verschluss und von hier unten diesen Verschluss vorsichtig und zieht dann die ganze Bagage einmal raus. So, bevor ich das jetzt alles einbaue, stecke ich es erstmal an und schaue gleich mal, ob hier noch alles funktioniert. So, das geht auch nur in eine Richtung. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir einmal durchwischen. Hier ist die Schraube abgebrochen. Da gehört eigentlich die gleiche rein wie hier. Nämlich so eine Bolzen-Kugelkopf-Irgendwas-Schraube. Beim Rückbauen genau das gleiche. Den Scheinwerfer ein Stück rechts versetzt wieder in diese Nase schieben, gucken, dass ihr die Schraublöcher erwischt, festschrauben. Das ist tatsächlich nur ein kleiner optischer Unterschied. Was jetzt wichtig ist, funktioniert das auch? Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich brauche, glaube ich, Hilfe. Maria! Den ersten Test haben wir schon bestanden. Achso, es ist ja erst erwischt. Ja, ich wollte nur gucken, ob ich es umsteckern muss. Also bei den Leuchten muss man nichts umfinden. Ich mache jetzt noch die anderen und sind auch schon fertig. Das war doch mal tatsächlich, oh, hier fliegt die Pappe weg. Das war doch mal tatsächlich ein Quick and Dirty. Neue Rückleuchten drauf, jetzt auch für beide Seiten. Hecktürrichter, noch zwei, drei Worte. A ist Bremsenreiniger nicht zwingend das Beste für Plastik, aber ich liebe dieses Zeug.
Und das nächste Ding ist, liebe Grüße an den Verkäufer von unserem Bruno. Dieses nette Autohaus. Also das mit der Rückleuchte war ziemlicher Humbug. Dann, dass ihr wahrscheinlich beim Abmontieren diesen einen Bolzen abgebrochen habt. Traurig, falsche Lampe verbaut. Traurig, und wir haben tatsächlich dann doch noch eine Anhängerkupplung bzw. einen Anhängerkupplungshaken gefunden, der auf die Vorrichtung passt. Das war nämlich auch ein Versprechen, was das Autohaus nicht gehalten hat, dass sie uns noch den Haken nachliefern, haben sie leider auch nicht gemacht. Tipp von uns oder von mir in dem Fall, wenn ihr Fahrzeuge kauft, lasst euch alle Abmachungen schriftlich geben, ansonsten steht ihr doof da. Ja, weiter geht's ins Wochenende. Ich mache jetzt dann noch schnell meine Zierleisten. Das ging ja wirklich rucki-zucki. Und wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Bis bald und gute!